Es ist mir heute klar, was mir früher immer kurios, weil völlig absurd vorgekommen ist, dass es da ja Körper gibt, die so gesund, harmonisch, prall sind, dass sie gar nicht auf die Idee kommen würden, sich nicht erhalten und sich nicht fortsetzen machen, wiederholen machen zu sollen. Auch die Hässlichen wollen das, was mir noch kurioser vorkommt, dass Körper in der Welt sind mit dem Gefühl der Verunwirklichung und eigentlich nicht sich fortsetzen, sondern nur verschwinden wollen, ist eher die Ausnahme sicherlich. Dass der Zusammenhang ist auch die Erkenntnis, dass die genießende Substanz nichts benötigt, um sich aus sich selber genießen zu wollen. Das heißt, ein Körper braucht keine Bedeutung, keinen Sinn, um seiner zu genießen. Er genießt eigentlich ein reines Nichts. Er braucht, das Leben hat für ihn keinen Sinn, keine Bedeutung, sondern die Bedeutung selbst ist die Zeit. Das Dasein der Zeit eines Körpers reicht diesem schon aus, in einem sich selbst genießenden Zeitmoment, Augenblicksmoment des bedeutungs- und sinnlosen, sprich also keines Bedeutungsziels und keines Sinnziels, sondern des Selbstdaseins ohne jegliches Gedenken und Gedanken, sondern sich wie eine pralle Zelle einfach wohlig rundherum zu kugeln, herumkugeln zu lassen. Und deshalb ist es klar, warum diese prallschönen Kugeloberflächen mit dem Glanzblendeffekt auf der Oberfläche scheinbar verschlingen lassen, während sie verschlingen machen. Während das dieser Stierkampf ist, dieser Wettkampf auf dem Geschlechter der Feldern, wie im Film im Zeichen des Stiers, und davor und danach jeder in die sichere Höhle, in die Herdenhorde der Sprache, der Verunwirklichung dieses Real-Stierkampfes zurückkehrt, um seine abgesprießten Keimscheiblinge zu promovieren, sich zu proliferieren und den Ringelreihen des Weitergebens der Kugel, des Weitergebens des Stabes weiter zu spielen, denn es braucht keiner. Determination, keiner Teleologie, keines Sinns, keiner Bedeutung, keines Ziels, das eben aus dem reinen Nichts ein allgesundeter Körper seiner selbst genießt, und zwar angesichts einer reinen Leere, eines unbeschrifteten, einer unbeschrifteten Leinwand an glückseligem Lichtnexus zum Beispiel.